Grüß Gott und herzlich willkommen zur vierten Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Dies ist exakt die mittlere Lerneinheit, nicht nur deshalb beginne ich mit einer kurzen Wiederholung. Hauptthema der Lektion sind ebene Figuren, sofern zu diesen Aussagen im Rahmen der Kongruenzgeometrie möglich sind. Ich gliedere diese Sitzung nach der schon in der letzten Sitzung bemühten Wittmannschen Dreifaltigkeit von Objekten, Eigenschaften, Schrägstrich Beziehungen und Operationen. Wobei ich mich nicht wiederholen will, natürlich könnte man die einzelnen Elemente zum Teil auch ganz anders einordnen. Mit Blick auf die Lehrstoffangabe decken wir heute die erste Hälfte der Inhalte ab. Thematisch ist heute, was ebene Figuren betrifft und diesseits des Satzes von Pythagoras zu haben ist, was räumliche Gebilde, Ähnlichkeit und Kreismessung jedenfalls ausschließt. Dass das überhaupt in ca. 30 Minuten abrennen kann, liegt daran, dass wir schon ganz gut vorgearbeitet haben. Wir haben nämlich bereits vier verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, um auf die Themen des Geometrieunterrichts zu schauen. Erstens, ausgehend von der Lehrstoffangabe, haben wir bottom-up mit Gerda Jurkowitsch bzw. Gerda Wochins drei typische Fähigkeitsbereiche unterschieden, die genau in dieser Lehrstoffangabe auftauchen. Wissen, Kennen, Erkennen und Begründen von Eigenschaften von und Beziehungen zwischen Figuren und Körpern, Herstellen geometrischer Modelle und Ermitteln geometrischer Größen. Mit Hans-Georg Weigand haben wir angelehnt an Heinrich Winter drei allgemeine Lernziele für den Geometrieunterricht festgehalten. Die Umwelt, insbesondere den Anschauungsraum, erschließen, Geometrie als mustergültiges wissenschaftliches Arbeiten in der Mathematik kennenlernen, unseren Grips anstrengen bei mathematischen Problemen, für die noch kein Lösungsverfahren auf der Hand liegt. In der Pflichtlektüre haben Sie sich dann mit globalen Ideen vertraut gemacht, die sich wie rote Fäden durch die Geometrie ziehen und uns sagen sollen, wie das dort so zugeht und wozu das alles gut sein könnte. Die grau hinterlegten Ideen setzt sich dabei eher in Klammern, weil sogar Bayreuther diesen in seinem Buch kein eigenes Kapitel widmet. Die ersten drei Ideen sind dabei eher innergeometrisch. Das zweite Tripel von Ideen zeigt unmittelbare Bezüge zu unseren außermathematischen Umwelten und Erfahrungen auf. Last but not least dienten die beiden letzten Lektionen dazu, uns mit Grundformen geometrischen Arbeitens gewissermaßen als lokalen Ausprägung von analogen Grundformen mathematischen Arbeitens vertraut zu machen, die so auch Thema der Grundfragen des Mathematikunterrichts sind. Mit den hier aufgezählten typischen Handlungen ist dann schon viel abgedeckt, was in der Lehrstoffangabe zum heutigen Thema auftaucht. Wir zoomen aber jetzt gleich noch einmal näher heran und schauen auch noch mal genauer in Schulbücher hinein. Unterwegs greife ich dann immer mal wieder zwanglos auch auf die übrigen drei Strukturierungshilfen zurück. Also jetzt Butter bei die Fische. Unser heutiges Thema spielt sich hauptsächlich in der ersten und zweiten Klasse der Unterstufe ab. Die genaue Abfolge entnehmen Sie bitte selber der Folie. Der Schwerpunkt der Ebenenkongruenzgeometrie ist dabei in der zweiten Klasse verortet. Gemessen am mir bekannten neunjährigen Gymnasium kommt also vieles fast ein Jahr früher dran als in Deutschland, was gewisse regionale Besonderheiten erklären mag. Umso mehr scheint es gerechtfertigt, das Thema Objektbegriffe, welches letzte Lektion schon ausführlich Thema war, noch einmal auf zentrale epistemologische Hürden hin zu befragen. Jürgen Roth und Gerald Wittmann nennen hier den gegenüber der Volksschule nötigen Übergang von einer ganzheitlichen Figurwahrnehmung zu einer Beschreibung von Figuren durch Eigenschaften und Beziehungen. Sie unterscheiden dabei drei Aspekte: die Wahrnehmung von äußeren versus inneren Bezügen von Figuren, die Dominanz der Wahrnehmung von Unterschieden gegenüber der Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten von Figuren und eng damit verbunden die Tendenz der Lernenden, ebene Figuren eher partitional zu klassifizieren. Mit inneren versus äußeren Bezügen von Figuren ist dabei gemeint, dass unsere Wahrnehmung der Form von Figuren eng mit der Wahrnehmung der Lage der Figuren zusammenhängt, ja, und zwar sogar enger als für geometrisches Arbeiten zuträglich. Lernende oder überhaupt Menschen erkennen rechte Winkel erheblich leichter, wenn diese zu den Blattkanten parallel sind.
Quadrate, die auf den Ecken stehen, erkennen wir eher als Rauten, unter Umständen aber eben gar nicht als Quadrate. Und für gleichschenklige Dreiecke gilt etwas ganz Ähnliches. Wenn die nicht parallel mit der Basis zu einer der Blattkanten sind, sind die auch viel schwieriger als solche wahrzunehmen. Das kann man noch einmal als ein Plädoyer dafür nehmen, dass dem Wahrnehmen von Objekten auch in der Unterstufe ernsthaft Zeit gewidmet wird und insbesondere auch gezielt solche Figuren angesehen werden, die nicht in prototypischen Lagen mit den Blattkanten halt parallel liegen. Über die partitionale Klassifizierung habe ich in der letzten Lektion schon geredet. Wir Menschen tendieren offensichtlich dazu, disjunkt in Schubladen zu sortieren. Es gibt Rechtecke und es gibt Quadrate und es gibt Rauten. In der Geometrie wie in der Mathematik überhaupt sortiert bzw. klassifiziert man aber gerne hierarchisch. Rechtecke und Rauten sind Obermengen der Menge aller Quadrate. Oder noch genauer, Quadrate bilden gerade die Schnittmengen der beiden anderen Mengen, also von Rechtecken und Rauten. So eine Sortierung ist durchaus nicht zwingend, es hat aber arbeitsökonomisch deutliche Vorteile, etwa beim Herleiten von Beziehungen zwischen Eigenschaften, beim Aufstellen von Flächenformeln und beim Begründen und Beweisen. Es ist insbesondere eine Art zu sortieren, die für die Mathematik geradezu typisch ist oder für das wissenschaftliche Arbeiten in der Mathematik. Und vielleicht gehört das auch deshalb einfach schon zur Allgemeinbildung. Eng mit der partitionalen Klassifizierung zusammenhängen Probleme, die Lernende mit der Unterscheidung von notwendigen, hinreichenden und charakterisierenden Eigenschaften von Figuren haben. Die Antworten A bis F, die Sie hier sehen, enthalten samt und sonders notwendige Bedingungen für Quadrate. Aber nur A, C und F charakterisieren Quadrate, legen also wirklich auch hinreichende Bedingungen fest. Die Prozentangaben zu dieser Untersuchung von Eiso-Heinze sind dabei so zu lesen. Korrekt erkannt, ob die jeweils genannten Bedingungen bereits ein Quadrat festlegen oder eben nicht, hat jeweils der genannte Prozentanteil der Lernenden. Solchen Schwierigkeiten begegnet man im Unterricht wohl nicht einfach durch das feierliche Aufschreiben von Definitionen. Vielmehr sind Handlungen und Erfahrungen nötig. Hier könnte etwa die Aufgabe ganz hilfreich sein, mit Hilfe der genannten Bedingungen versuchen, ein Viereck zu konstruieren, das, wenn es irgendwie geht, gerade kein Quadrat ist. Dem Unterricht in analytischer Geometrie wird bisweilen ganz gerne vorgeworfen, eine gewisse Formenarmut mit sich zu bringen. Und auch in der Unterstufe braucht man schon etwas Geduld, genauso viel Geduld, wie Sie jetzt brauchen, damit ich die nächste Folie endlich aufblende. Am Anfang dominieren in der Unterstufe sehr klar die Dreiecke. Hier befinden wir uns insgesamt in der zweiten Klasse. Und der Aufbau läuft hier schultypischerweise vom Allgemeinen zum Besonderen. Man lernt am Anfang sehr viel über allgemeine Dreiecke. Man lernt die Dreiecksungleichung, den Winkelsummensatz, die besonderen Linien und die Kongruenzsätze. Und die gelten eben für alle Dreiecke gleichermaßen. Dann lernt man noch Dreiecke nach Seitenlängen und Winkelgrößen zu sortieren und wieder eine ganze Menge neue Bezeichnungen. Ungleichschenklich, gleichschenklich, gleichseitig, spitz, stumpf, rechtwinklig, Basis, Schenkel und so weiter und so fort. Schließlich wird in der zweiten Klasse auch noch eine Flächeninhaltsformel für das rechtwinklige Dreieck notiert, die hoffentlich nicht mit der ohnehin ziemlich überflüssigen Umfangsformel verwechselt wird. Wenn ich das alles jetzt so etwas lustlos abspule, dann liegt das nicht nur daran, weil schon Sonntagabend ist. Es ist doch eher fraglich, ob die akribische Untersuchung, die man in der zweiten Klasse den Dreiecken zuteilwerden lässt, von den Lernenden überhaupt als sinnstiftend erfahren werden kann. Nun mögen Sie einwenden, aber Herr Fons, das Dreieck, das ist halt die Grundform in der Geometrie, auf die wir alles zurückführen können. Sag ich, ja, das stimmt, nur bekommen Ihre Kids das auch überhaupt mit. Aufgaben wie diese hier zum Operieren mit dem Dreieck als Grundform findet man nämlich in Schulbüchern eher selten und viele Lehrpersonen mögen sie sogar einfach überspringen. Dabei ist selbst hier der Bezug zur Umwelt der Lernenden noch recht bemüht. In Aufgabenteil B kommen dann eh nur noch die idealisierten Figuren der Geometrie selbst vor.
Die Gamer unter ihren Kids bekommen sie vielleicht noch mit dem Hinweis, dass jede 3D-Grafik im Grunde aus einer Vielzahl, meist mehrere Zehn- bis Hunderttausende von Dreiecken zusammengesetzt sind. In meiner Jugend war das noch offensichtlich, als eine Spielszene kaum mehr als 2.000 bis 3.000 Dreiecke gleichzeitig enthalten durfte. In den letzten 20 Jahren hat die Zahl der pro Sekunde von einer Grafikkarte darstellbaren Dreiecke allerdings so massiv zugenommen und es sind weitere Techniken hinzugekommen, sodass auch dieser Bezug nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar ist. Sie sollten sich mindestens Folgendes merken. Immer da, wo Sie beim Thema Dreieck Gelegenheit haben, auch aus Dreiecken zusammengesetzte Figuren zu studieren, sollten Sie diese Gelegenheit nutzen, weil allein mit dem Dreieck wird das irgendwann einfach viel zu fad. Kommen wir nun zu den Vierecken. Die sind insofern etwas störrischer als Dreiecke, als man über allgemeine Vierecke jenseits der Winkelsumme gar nicht allzu viel aussagen kann. Man fängt daher mit speziellen Vierecken an. Rechteck, Quadrat, dann etwas später Parallelogramm, Trapez, Raute und Deltoid. Schließlich führt man die Dinge, die man da kennengelernt hat, in einem Haus der Vierecke zusammen. Ich sage bewusst einem, denn die Sortierung wird etwas unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob man hier zum Beispiel vom Quadrat ausgehend Seiten- und Winkelbedingungen schrittweise weglässt oder wie hier von links nach rechts Schritt für Schritt einzelne Symmetrieeigenschaften der Figuren fallen lässt. Was uns unmittelbar zu unserem zweiten Thema führt, Symmetrie und Kongruenz als grundlegende Beziehungen, Schrägstrich Eigenschaften. Wobei Symmetrie gewöhnlich als Eigenschaft einer Figur betrachtet wird, Kongruenz als Beziehung zwischen mindestens zwei Figuren, obwohl das auch nicht ganz so eindeutig ist, wie es hier steht. Zunächst zur Kongruenz. Erklären lässt sich diese am eingängigsten eigentlich abbildungsgeometrisch. Zumindest intuitiv abbildungsgeometrisch. Zwei Figuren sind dann kongruent, wenn ich die eine so bewegen kann, dass sie mit der anderen zur Deckung gelangt, wobei unterwegs nichts passieren darf mit der Figur, also keine Verformung, wohl aber ein Wenden der Figur gestattet ist. Da Bewegungen im Unterricht dann aber nicht wirklich aufgegriffen werden und von den ganzen Bewegungen in Österreich sowieso nur noch die Achsenspiegelung übrig ist, wird Kongruenz heutzutage in Schulbüchern eher über übereinstimmende Bestimmungsgrößen erklärt. Wenn dort von Aufeinanderpassen die Rede ist, ist aber vermutlich jeder versucht, dies gerade doch wieder durch Figuren aufeinanderlegen zu überprüfen. Sie kriegen also die Abbildungen bzw. Bewegungen einfach nicht ganz heraus. Symmetrie schließlich lebt wenigstens in der ersten Klasse von Deckabbildungen. Figuren sind symmetrisch, die durch händisches oder gedachtes Falten zur Deckung gebracht werden können. Erst in der zweiten Klasse ist Deckungsgleichheit als Kongruenz und damit der Begriff der Kongruenz Thema. Und aus dem Falten kann dann eine Achsenspiegelung werden, die in eine reguläre Geodreieckskonstruktion überführt wird und die dann als definierende Eigenschaft eben die gleichen Normalabstände von Punkt zu Bildpunkt hat. Einen kleinen Lapsus erlaubt sich das ansonsten sehr gelungene Schulbuch der geschätzten Kollegin Kracker an dieser Stelle allerdings. Obwohl es ausdrücklich die Begriffe gleichsinnig und gegensinnig kongruent einführt, wird dann gar kein Bezug zur Achsenspiegelung hergestellt. Dabei wäre es an dieser Stelle absolut aufgelegt, Achsensymmetrie auf Basis der gegensinnigen Kongruenz der Teilfiguren neu zu formulieren. Dass in Österreich die Punktspiegelung dann ganz hinten runterfällt, dürfte mit dem Übergang vom Skatblatt zu Pokémon-Karten allenfalls sehr notdürftig entschuldbar sein. Jedenfalls geht damit auch dem Parallelogramm jede Form von Symmetrie letzten Endes ab. Während Kongruenz eine zu definierende oder erklärende Eigenschaft ist, sind die Kongruenzsätze zu begründende oder andernfalls in eine Axiomatik zu integrierende Aussagen über Beziehungen an und zwischen Dreiecken. Eine mögliche epistemologische Hürde besteht hier darin, dass Kongruenzsätze in der Schule üblicherweise als Aussagen über die eindeutige Konstruierbarkeit eines Dreiecks aus Bestimmungsstücken
Seitenlängen und Winkelgrößen eingeführt und als solche dann auch quasi empirisch begründet werden. Das Problem ist hier nicht die quasi empirische Begründung. Also das Problem ist nicht, dass man der Erfahrung entnimmt, ob Schnittpunkte von Kreisen ein- oder mehrdeutig sind. Das hat ja der Euklid sogar auch schon in seiner Axiomatik gemacht. Dann soll uns das nur recht sein. Das Problem ist eher, dass hier immer nur ein Dreieck vorkommt. Das Problem kann man auch anders formulieren, wenn es dann nicht um das Herleiten von Beziehungen, Eigenschaften und Maßen von aus Dreiecken zusammengesetzten Figuren geht, hat man fast immer Aussagen über die Beziehung zwischen zwei Dreiecken. Also eingeführt wird das Konstruierbarkeit eines Dreiecks, genutzt wird es dann aber als Beziehung zwischen zwei Dreiecken. Und das kann zu Problemen führen. Man sollte da jedenfalls in der Erklärung dieser Sätze gut aufpassen. Es empfiehlt sich außerdem, genau zu solchen Nachweisen der Übereinstimmung von Dreiecken auf der Basis ausgewählter Seiten- und Winkelgrößen möglichst früh Erfahrungen sammeln zu lassen und nicht nur monoton das Konstruieren auf Basis von vorgegebenen Bestimmungsstücken mit dem Geodreieck abzuspulen. Eben weil genau darin der über den reinen Selbstzweck hinausweisende, zum allgemeinen Lernziel Probleme lösen beitragende Witz des Themas Symmetrie und Kongruenz liegt. Erkennen bzw. hineinsehen symmetrischer und kongruenter Teilfiguren ist, wie in der letzten Lektion schon vermerkt, eine der zentralen heuristischen Strategien in der Elementargeometrie, was sowohl Beweis- als auch Berechnungsprobleme angeht. Denken Sie etwa an den Satz von Thales. Nur wer die richtige Hilfslinie, nämlich den Radius zur Ecke des Dreiecks, auffindet, hat eine Chance, die gleichschenkligen Dreiecke aufzufinden. Der Rest ist dann Winkelsumme im Dreieck, zweimal Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck, einmal gestreckter Winkel und schließlich geschicktes Bilanzieren, also Addieren und Subtrahieren von gewissen Winkeln. Jetzt fehlen uns noch die Operationen. Konstruieren hatten wir allerdings schon ausgiebig in der zweiten Lektion. Daher esse ich jetzt erstmal zu Abend. Sie machen den Zwischentest und wir sehen uns dann zum Messen und Berechnen wieder. Willkommen zurück. Wir wollen im Folgenden über Messen nachdenken, das in der Pflichtlektüre zur ersten Lektion ja bereits als eine globale Idee der Geometrie nominiert wurde. Außerdem haben wir beim Konstruieren stillschweigend bereits vorausgesetzt, dass wir alle wissen, was ein Zentimeter ist. Aber was ist eigentlich ein Zentimeter? Ja, ich denke, wir klären das jetzt mal so, dass ich mal eben Dr. Google frage. Okay, Google, was ist ein Zentimeter? Zentimeter, ein Längenmaß, das einem hundertsten Teil eines Meters entspricht. Okay, Google, was ist ein Meter? Meter, ein Längenmaß. Okay, Google, wie ist ein Meter definiert? Laut Wikipedia, ein Meter ist definiert als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von einer 299.792.458 einer Sekunde zurücklegt. Tja, das mit der Lichtgeschwindigkeit ist ja ganz nett, aber mit der Stoppuhr neben einen Lichtstrahl stellen ist wohl kein wirklich praktikables Längenmessverfahren für den Geometrieunterricht. Fangen wir mal ganz anders an. Was hat zwei Daumen und sich in seiner Staatsexamensarbeit, seiner Dissertation und seiner Habilitation mit der Idee des Messens im Mathematikunterricht beschäftigt? Na, wissen es? Ja, er hier. Ja, gut, jetzt Feierabend. Gut, vielleicht glauben Sie trotzdem lieber anderen Autoritäten. Das Deutsche Institut für Normung versteht unter dem Messen ganz allgemein das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zu einer quantitativen Aussage über eine Messgröße durch Vergleich mit der Einheit. Psychologen berufen sich meist auf Gutjahr und sehen im Messen das Zuordnen von Zahlen zu Objekten, wobei die Relation zwischen den Objekten durch die Relation zwischen den Zahlen reflektiert werden soll. Mit den Relationen ist dabei gemeint, wer intelligenter ist als jemand anderes, soll auch einen höheren IQ haben.
Besonders gerne nimmt man auch Maße, wo doppelt so hohe Zahl auch irgendwie doppelt so gut bedeutet. Das ist jetzt aber gerade beim IQ nicht der Fall. Bayreuther erklärt geometrisches Messen dann sehr ähnlich zur DIN-Definition. Wichtig sind da vor allem zwei Dinge. Zahlen werden eigentlich nicht geometrischen Objekten direkt zugeordnet, sondern einer gewissen Eigenschaft eines Objekts, und davon kann eben so ein geometrisches Objekt ja mehrere haben, zum Beispiel Flächeninhalt und Umfang. Und Messen in der Geometrie ist Passvergleich mit einer Einheitsgröße bzw. Standardfigur, wenn man an den Winkel denkt. Das heißt also, doppelt so große Zahl bedeutet in der Geometrie wirklich immer, dass man in dem einen irgendwie das Doppelte von dem anderen unterbringen kann. Und das ist eben anders als halt beim IQ oder auch beim Body Mass Index, wo das im Allgemeinen eben nicht so ist, dass man das Einfache in dem Doppelten so ohne weiteres unterbringen kann. Nochmal anders. Gemessen werden Messgrößen, die Eigenschaften, nicht Objekte als solche repräsentieren. Und gemessen wird in der Geometrie durch multiplikativen Vergleich mit der Einheit. 2 cm ist doppelt so viel wie 1 cm. 180 Grad ist doppelt so viel wie ein rechter Winkel. Es fragt sich, wozu man das haben mag. Die kurze Antwort wäre, ja, weil wir ständig am Vergleichen und Kontrollieren dran sind, wenn wir unseren gemeinsamen Alltag irgendwie auf die Reihe bekommen wollen. Dazu treffen wir gerne quantitative Aussagen, weil die Zahlen so wunderbar schön aufgeräumt sind, viel aufgeräumter als die komplexe Welt um uns herum. Man kann das noch weiter aufdröseln in Ausmessen, Aufmessen und Zumessen. Das spiegelt dann die globalen Ideen Realität abbilden einerseits und Entwerfen und Planen andererseits ganz gut wieder. Oder wenn Sie an Heimann oder die Bildungsstandards denken, auch die Unterscheidung zwischen Mathematik als Erkenntnismittel einerseits und Mathematik als Konstruktionsmittel andererseits. Meine Uhr zeigt mir aber gerade, dass wir nur noch sehr wenig Zeit oder fast schon überzogen haben. Deswegen geht es jetzt einfach weiter im Text. Bayreuther nennt insgesamt 4 Verfahren, wie die Eigenschaften von Objekten in der Geometrie zu ihren Zahlen kommen können. Direkter Vergleich mit der Einheitsgröße, Umformen in andere Formen gleicher Größe, Zerlegen in bekannte Teilfiguren und Berechnen mit Formeln. Die hängen alle sehr eng zusammen. Vor allem braucht man 1 bis 3, wenn man allgemeine Berechnungsprobleme lösen will, Formeln herleiten also und diese nicht einfach auswendig lernen, sondern wirklich auch verstehen möchte, wo die eigentlich herkommen. Dabei sind dann 1 und 3 besonders wichtig, deshalb geben wir denen heute etwas mehr Zeit, als das im Unterricht normalerweise üblich ist, auch um zu verstehen, warum man denen im Unterricht eigentlich vielleicht etwas mehr Zeit widmen sollte. Die 5 Minuten müssen Sie mir jetzt wirklich noch gönnen. Direkter Vergleich durch Auslegen beginnt bei den Längenmaßen und auf dieser Basis nimmt man dann Einheitsquadrate bzw. Einheitswürfel her, um für ganzzahlige bzw. rationale Seitenlängen zu sagen, was Rechteck und Quader als Flächeninhalt bzw. Volumen haben. Wobei die Formeln dann eigentlich ursprünglich mal nicht Länge mal Breite bzw. Länge mal Breite mal Höhe sind, sondern zunächst einmal eben Zeilen mal Spalten Einheitsquadrate bzw. Zeilen mal Spalten mal Schichten Einheitswürfel. Und man muss normieren, was denn ein Meter bzw. Zentimeter ist. Im Bild der Prototyp des Urmeters aus Marmor. Der sollte damals der 10-millionste Teil eines Viertels des Erdumfangs am Äquator sein. Hat aber leider nicht genau gepasst. Die haben den dann nochmal aus Platin und Iridium neu gemacht. Diese Legierung ist gegenüber Temperaturschwankungen einigermaßen stabil. Aber irgendwann war das für die Physiker dann auch nicht mehr stabil genug. Da hat man dann das mit der Lichtgeschwindigkeit angefangen, darauf den Meter zurückzuführen. Das, was wir vorhin auch von Dr. Google gehört hatten. Bei der Längenmessung legt man jetzt normalerweise nicht lauter Einheitsstäbe darunter, sondern macht eine Skala ans Lineal. Trivial ist das aber auch nicht, wie Sie hier vielleicht an den Lösungsquoten zu der Aufgabe oben aus den 1980er Jahren in den USA erkennen. Das Prinzip so einer Skala muss also auch erst einmal verstanden werden. Ähnlich lässt sich argumentieren, bevor viel mit Formeln herumgetan wird, noch dazu mit diesen langweiligen Formeln für Rechteck und Quadrat,
sollte man auch andere Figuren einfach mal mit Einheitsquadraten auslegen. So Bilder wie oben haben Sie auch in der Volksschulbüchern, teilweise auch in der zweiten Klasse Unterstufe, wahrscheinlich schon mal gesehen. In der Unterstufe ist es aber eigentlich interessanter, da auch solche Figuren draufzulegen, die eben nicht genau passen. Da kann man sich dann nämlich überlegen, wie man das näherungsweise löst. Man könnte zum Beispiel hingehen und zählt nur die Kästchen, die mit mehr als der Hälfte überdeckt sind. Ja, und dadurch hat man dann näherungsweise nämlich auch interessantere Figuren im Griff. Und daran, dass man nicht alle Inhaltsformeln exakt herleiten kann, jedenfalls solange man noch keine Analysis- und Integralrechnung hat, muss man sich mit Blick auf den Kreis ohnehin abfinden. Wer aus dem Fröbel-Kindergarten vielleicht noch Prickelmatte und Prickelstift übrig hat, kann das auch ganz nett dadurch umsetzen, dass er Kreis oder Ellipse auf Karo-Papier malt, zum Rechteck faltet und dann durch die Mitten der Kästchen prickelt, das dann wieder aufklappt und die Löcher zählt. Wir gehen langsam zum Umformen und Zerlegen über und kommen damit zum Ende. Bayreuther schlägt hier vor, Figuren in Streifen zu zerteilen. Das ist gewissermaßen das Cavalieri-Prinzip, was man normalerweise vor allem im Raum anwendet, dann auf die Ebene übertragen. Damit kann man argumentieren, dass die Parallelogrammfläche eben auch wieder Grundseite mal Höhe sein sollte, wenn man sich das jetzt so schief zur Seite wieder zurückgeschoben vorstellt. Für Dreieck und Trapez taugt das auch noch als Verfahren. Man nimmt die Breite des mittleren Streifens mal der Höhe. Weil der mittlere Streifen bis auf Rundung gerade halb so breit ist wie die Summe von oben und unten, kommen da dann auch genau die gewohnten Formeln wieder heraus. Und für den Kreis selbst schaut es noch ein bisschen anders aus. Da ist der mittlere Streifen natürlich deutlich breiter als die Hälfte. Aber selbst mit diesen wenigen Streifen wie in der Abbildung bekommt man schon eine einigermaßen passable Näherung hin. Bei Bayreuther dienen diese Aktivitäten vor allem auch dazu, dass Messen und Berechnen miteinander verbunden bleiben und im Unterricht überhaupt gemessen wird und nicht einfach nur Zahlen aus dem Buch hergenommen und dann in Formeln eingesetzt werden. Das ist auch wichtig, weil man die Formeln mit Erfahrungen verknüpfen will, um Verwechslungen zwischen Formeln zu vermeiden. Kommen wir schließlich zum Zerlegen und Ergänzen. Wir beginnen wieder N-aktiv mit Vollradsparallelogrammrahmen. Wir schieben ein Stück Pappe in einen passenden Rahmen, rechteckig. Jetzt zerschneiden wir dieses Stück Pappe zu zwei Rechtecken. Schieben wir das Rechteck dann nach draußen, so bleibt innen als graue Fläche genau das übrig, was draußen wieder herausschaut. Jetzt schneiden wir mal anders, nämlich schief. Was ändert sich? Was bleibt eigentlich gleich? Es liegt nahe zu glauben, dass die herausgeschobene Fläche immer noch so groß ist wie die innen frei werdende graue Fläche. Dann haben das Rechteck außen und das Parallelogramm innen aber gerade genau denselben Flächeninhalt. Da beide Figuren offensichtlich auch dieselbe Grundseite haben und dieselbe Höhe, muss für den Flächeninhalt des Parallelogramms offenbar Grundseite mal Höhe gelten. Das ist jetzt der Zeitpunkt, so etwa Mitte, Ende der zweiten Klasse, wo man sich einmal Gedanken über Spielregeln im Umgang mit Flächeninhalten machen sollte. Flächeninhalte sind grundsätzlich nicht negativ, sie werden durch das Einheitsquadrat normiert und kongruente Figuren sind flächengleich und schließlich, Figuren sind auch dann flächengleich, wenn man sie in jeweils kongruente Teilfiguren zerlegen kann. In der Lehrstoffangabe ist von Zerlegen und Ergänzen die Rede. Die Unterschiede erklären sich wie folgt. Zerlegungsgleich meint, zwei Figuren werden verglichen. Von einer weiß man den Flächeninhalt. Und man kann beide in Teilfiguren zerlegen, die jeweils kongruent sind. Dann sind die Gesamtfiguren auch kongruent. Man weiß also den Flächeninhalt der anderen Figur jetzt auch. Schauen wir uns das mal in einem Beispiel an. Wir kennen jetzt, sagen wir mal schon, die Flächeninhaltsformeln für rechtwinklige Dreiecke und wir kennen die Flächeninhaltsformel fürs Rechteck. Dann sehen wir, dass in diesem Bild jeweils die ganzen Teilfiguren zueinander kongruent sind, die gleich gefärbt sind. Da muss aber auch jeweils die linke und die rechte Gesamtfigur flächengleich sein. Und das heißt dann letztlich, dass das Parallelogramm als Flächeninhaltsformel gerade wieder Grundseite mal Höhe hat. Wir können das auch anders zeigen über Ergänzungsgleichheit. Ergänzungsgleichheit meint, es werden wieder zwei Figuren verglichen. Wir kennen auch wieder von einer den Flächeninhalt schon.
Jetzt lege ich zu diesen beiden Figuren so lange jeweils kongruente Figuren dazu, bis eine kongruente Gesamtfigur entsteht. Wenn das geht, dann waren die ursprünglichen Figuren auch schon flächengleich. Man weiß also den Flächeninhalt der anderen Figur. Machen wir das auch mal wieder. Hier ist es jetzt so, dass wir von der hellgrauen Fläche, die links ein Rechteck und rechts ein Parallelogramm ist, noch nicht wissen, ob sie flächengleich sind. Wir legen aber kongruente Dreiecke dazu und können jetzt wieder von der Gesamtfigur links und rechts sagen, die beiden großen Rechtecke, die sind flächengleich. Und wenn das so ist, dann muss das auch wieder so sein, dass das Parallelogramm, das hellgraue und das hellgraue Rechteck flächengleich waren von Anfang an. Und es gilt wieder, die Flächeninhaltsformel fürs Parallelogramm ist Grundseite mal Höhe. Es gibt da manchmal noch kleinere Modifikationen davon. Zum Beispiel sehen Sie hier links, das Rechteck ist in vier rechtwinklige Teildreiecke zerlegt, je zwei davon sind kongruent. Das große nicht rechtwinklige Dreieck hat also die halbe Fläche wie das große Rechteck. Und damit haben wir dann Grundseite mal Höhe durch 2. Und dann können wir weiterarbeiten. Rechts, das Parallelogramm, muss genau die doppelte Fläche von dem Dreieck haben, hat also wieder Grundseite mal Höhe. Damit bekommen wir jetzt alle geradlinig begrenzten Flächen in den Griff und wir können mal abgesehen vom Kreis alle Flächeninhaltsformel der Unterstufe auch allgemein herleiten. In den Formeln notiert man die Flächenformeln alle als Multiplikation von Längenmaßen. Ursprünglich stammen sie aber vom Auslegen mit Einheitsquadraten. Und abschließend ist wichtig, das macht man, weil man Längen einfacher messen kann, als man Flächen durch Auslegen messen kann. Es ersetzt aber in der Praxis das Messen nicht. Irgendwoher müssen ja die Längenangaben ursprünglich einmal kommen, die man überhaupt in die Flächenformeln einsetzen kann. Nur dann, wenn wir an ideale Figuren denken, hat Berechnen gegenüber anderen Messverfahren einen prinzipiellen Vorteil. Praktisch könnte es sogar ungenauer sein, als ein Kästchenraster über eine Figur zu legen, dann nämlich, wenn man sehr viele Längen zu messen hat und wenn man dabei ungenau vorgeht. Wir sind damit am Ende, jedenfalls ich. Für Sie folgt der gewohnte kurze Abschlusstest.